Hi, servus Leute und willkommen bei einer neuen Episode Ark. Der lange Weg zum Boss. Kollege ist auch wieder mit dabei. Hallo. Und ja, wir gehen jetzt mit großen Schritten auf den letzten Boss zu. Klar, es sind da jetzt noch viele Vorbereitungen zu treffen. Die Rexe abchecken, vielleicht noch ein bisschen leveln. Spielen, keine Ahnung, wird sich alles heute noch zeigen im Laufe des Streams. Ob wir noch sehr viel zu tun haben oder nur viel. Eine gute Frage, aber werden wir ja herausfinden. Genau. Ich finde jetzt erstmal heraus, was in dem gelben Drop ist. Okay. Nur Müll? Okay. Sehr gut, sehr gut. Müll Zwar mag schon. ich. Ja. Ja, ich mag den sehr. Ach so, wer sich wundert, hier ist, wir haben jetzt hier so ein Event aktiv. Halloween-Event und daher kommen ja diese Meteoriten da rein, die machen aber keinen Schaden, die haben auch sonst scheinbar nichts. Und wir können halt Halloween-Zeugs sammeln, auflesen. Genau. So, Ausdauer runter, so, wenn man es hat, aus hat. Aber vielleicht finde ich ja gerade so Halloween-Dingen nicht schon. Mit dem Tabachero unterwegs. Ah. Der keine Ausdauer hat und so. Hätte aber Gewicht. So, der hat bestimmt jeden Art. Genau. Ja. Der ist zu stark. So, da werde ich erstmal nach Hause kommen und dann schauen wir doch mal, was es da zu tun gibt. Wir haben so einen Drang, so Drops abzufliegen. Hinten sehen schon wieder so gelb aus. Was wahrscheinlich schon von dem Event noch. Wahrscheinlich schon wieder. Ah. Kannst ja sehen, wenn, glaube ich, oben so ein Blitz drüber ist. Glaube ich. Ich meine, Wenn die die schon unten haben sind, das nicht. Ich glaube. dann siehst du aus der Entfernung den Blitz oben drüber. Ja, halt ganz oben. Mein. Ach nee, nee, wenn die unten sind, sieht man es nicht. Sorry. Okay. Mein Fehler. War es bestimmt so einer, aber der Tabacera, der hat zwar viel Gewicht, aber der, keine Ahnung, seltsames Flugverhalten. Kurz gesagt, Lappen. Ja. Mal kurz so eine Frage. Hast du zufällig noch Rexe in deinem Inventar? Also, weil ich habe noch ein paar, glaube ich, von letzten Bossfight. Du trägst Rexe spazieren. Wie bitte? Du trägst Rexe spazieren oder was bei dir? Ja, die haben wir gleich noch nicht ganz rausgeworfen gehabt von letztem Mal. Wir haben die ja mitgenommen. Okay, also ich habe nichts im Inventar. Schau nochmal im Vogel. Da sieht's auch schlecht aus. Okay. Wollte die Tech-Treppen noch setzen. Und Tech-Türen. Da war ja was. Wir haben ja jetzt Tech. Müsst ihr schon darüber setzen können. Jo. Es geht nicht darüber. Das wird ja wahrscheinlich erst abreißen. Direkte Tür abreißen.
Ja. Nein. Ach, wie geil. Was für ein Luxus. Hallo. Hallo. Immer schön die Tür zu machen, ne, wenn du da rausgehst. Ja, ja. Okay. Hier willst du nicht? Ach doch. Oh. So. So gefällt mir das. Die schöne Holztür. Was soll ich die für dich lassen, oder wie? Ja, 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 bitte. Dann werfe ich die andere Tech-Tür weg. Mhm. Okay. Das braucht ja keiner. Okay, hier. Weggeworfen ist da. Sehr gut, sehr gut. Altmodisch, viel besser. Nee, war nur Spaß. Ja, dann baust du halt auf. Soll ich das okay, machen? Okay, okay. Ich kann es machen, wenn du willst. Ja. Mach doch. Ja, dann mache ich das. So, Holz an, beweg. Möchtest du zugucken? Treppe hin. Wie alles einstürzt? Ja. Achso, ich muss doch abreißen, oder? Ja, eben. Du darfst halt nicht irgendwie was Falsches abreißen. Stärkte Doppeltür, muss es wohl sein. Ich darf sie nicht abreißen. Ich darf es nur öffnen, entsperren und PIN-Code festlegen. Okay, dann reiße ich die ab. Rein das Ding. Hey. Hallo. Tschüss. So geil. Da. Holzrampe. Weg damit. Treppe. Da. So ein Steinhaus mit Tech-Türen und Treppen. Ist so geil. Stein packe ich mal hier rein. Hab ich das ausgeschalten, aber egal. So. Holz hier rein. War zu viel. Jetzt hat man dem wieder Spielerei gegeben, oder? Ah. Jan mal. Ja. Okay, wird gemacht. Einer davon bitte in Gelb. Also so wie mein Anzug. Ich hab gerade sogar Gelb in der Hand, weil die einzelnen Farben sind. Ah, das hab ich nur. Tja, spielen wir es mal. Stimmt, ich habe ja letztens einen Anzug noch angemalt. Hm. Eben Farben da. Eben Licht da. Hä? Wieso ist es jetzt direkt rot geworden? Hier ist so goldgelb die Tür. Am Fenster ist rot. Aber oh, die sieht gelb, golden irgendwie aus. Aber ich kann die gar nicht ändern. Muss ich vielleicht die Farbe auf dem Pinsel ändern? Du hast sie doch angemalt. Ja, aber ich habe mit dem Pinsel die rote Farbe. Und ich konnte keine Kategorien auswählen. Da hat die doch nur eine Farbe. Also nur eine Kategorie. Hätte ja nichts anderes, ist ja nur ein Feld. Mach mal den Pinsel gelb und dann probier es nochmal. Geh halt mal auf den Rahmen, weil dann müsstest du ja wieder ausräumen. Ja, der Rahmen, der geht. Dann kannst du die Lichter ja mal gelb machen. Lichter. Das müssen die Lichter sein. Nee. Also man sieht, wir sind ganz zielstrebig auf dem Weg zum letzten Boss. Aber so ein bisschen Spielerei muss einfach sein, sonst wird das ja, das ist einfach, ja, wie Arbeit. Wieso kann ich die Farbe nicht wechseln? Weiß nicht, du bist doch der Pinselexperte von uns. Ich muss die Farbe auf dem Pinsel diesmal wechseln. Ich kann oben bei der Region die Farben nicht wechseln, sondern es bleibt alles immer rot. Ich trage einfach auf den Pinsel jetzt mal gelb auf. Ja. Achso, weil du sonst innen drin immer die Farbe gewechselt hast, ne? Mit diesen Schaltflächen. Ja. Das ging jetzt nicht. Nee. Also ich kann zwar draufdrücken, aber es ändert sich nichts. Okay, die Lichter werden gelb, sieht zwar aus wie weiß, aber ich mach's einfach mal, ne? Ja, mach mal. Hast du gar nichts.
Ja, es ist ein bisschen blasses Gelb, aber ist okay. Soll ich mal die Tür probieren? Einmal drauf? Ja, die ist ja so golden. Was hast du da jetzt draufgeschmiert? Rot, anscheinend. Rot. Sieht voll golden aus bei mir und bei dir. Ja, bei mir auch. Soll Also ich mal mit fast Gelb so wie probieren? das Artefakt hier. Ja, ich probiere mal bei der anderen Tür gelb, oder? Ja, mach mal. Ist egal. Ja, das sieht besser aus. Ja. Sieht aus, als würden wir reich werden. Weiß ich drüben auch mal, ne? Dass die hier einbrechen wollen. Ja, das ist Gold. Aber Pures Gold. die Lichter könnten ein bisschen stärker sein. Was hast du für ein Gelb? Gelb. Gebe ich dir mal das hier. Das dunkelste von diesen Okay. Gelbzeugs. Machen wir das andere nicht drüben. Kann man im Vergleich sehen. Nee, oder? Also man sieht irgendwie gar nichts. Was soll das? Ich habe hier noch eine andere Farbe. Honigmelone. Ja. Welches soll ich wegmachen? Ja, ich finde das linke gerade am unschönsten von den zweien. Ja, was kann man sich wohl schenken mit den Lichtern? Ja. War wohl gelb noch das Beste oder was? Keine Ahnung. Mach halt rot. Ich habe nur noch Pink. Oder habe ich gleich noch Rot im Vogel? Zu Pink konnte ich jetzt nicht ja sagen. Das ist Magenta. Ich. Cory nochmal, hallo? Ich hab's verlernt. Da muss jetzt noch Farbe herstellen oder was? Für Rot, ja. Und ich weiß nicht mehr das Rezept. Ach, Ich Schrecken. schmeiße einfach was in den Kochtopf Wenn rein. du das Wird schon Farbenrezept nicht passen. mehr weißt, wer dann? Internet. Also ich denke, ich weiß es tatsächlich. Also entweder ist es Rot mit Schießpulver, Pinpulver oder Pinto mit Holzkohle. Okay. Das probieren wir jetzt aus. Genau. Wir brauchen mehr Farben in dieser tristen Welt hier. In der Zwischenzeit wird es wenigstens auch hell, dann sieht man was mit den Rechsen da draußen. Oh, bis jetzt habe ich mir ein bisschen Farbe hergestellt. Wenn es ein bisschen rot, das sind 25 Stück. 25. Nee, nee, ich brauche eigentlich kein Rot, ne? So, mach ich es mal an. Rot. Mir egal. Miau. Kannst du hier das Blau von dieser Kammer ändern eigentlich? Ja, aber warte einen Moment. Nein. Nein! Nein. Ich kann aber die Kammer anmalen. Das wäre es jetzt noch gewesen. Die Beleuchtung von Yes. der Kammer. Ja, aber nee, die geht nicht. Schade. Den Generator anmachen? Nee. Schrank? Generator? Ja. Gut, da kommt so ein Event-Dingens runter, das hole ich jetzt mal, schaue ich mal rein. Aber es funktioniert, glaube ich, gerade grundsätzlich nicht mehr mit den Farben ändern. Oder war das nur auf der Kleidung, dass man das so machen konnte? Ich glaube, das war nur auf der Kleidung tatsächlich. Ach so. Man musste immer die Farben, glaube ich, drauf machen auf den Pinsel. Also ich kann mich auch entsinnen, dass man da immer zwei Pinsel gebraucht hat, wenn man das jetzt mal wechseln wollte. Ja, dann wird es so sein. Lass mein Gewicht abchecken, ja, das geht für den Vogel. Die Frage, ich auch noch einen drauf suchen? Beziehungsweise ist keiner da? Oder warte ich hier? Ja, den prüfe ich jetzt nochmal für die Aufnahme mehr oder weniger, den Torp hier, dass man mal zusammen reinschauen kann. Wir hatten vorhin ja schon mal ein, zwei geöffnet, aber es ist nicht so prickelnd.
Ja. Also wir hoffen eigentlich hauptsächlich auf diese Kentis aus diesen Drops da. Ui. Brauchen wir zwar nicht, aber das ist mal was Sinnvolles, schwaches Heilmittel, wer es braucht, ne? Ja, wer auch immer Sumpffieber hat. Und Kampftartar. Die sind dort Welchen sehr gut. schnitzel? Und Das ist das. Shadowsteak. Ah, okay. Ist das eins von dem Schnitzel? Also, das glaube ich, das Kampftartar oder wie das heißt? Das würde ich nicht als Schnitzel bezeichnen, nee. Warum? Nee, ich hatte so ein bisschen Erinnerung, dass es irgendwas aussah wie ein Schnitzel, aber ich weiß nicht mehr was. Ach so. Ja, das Shadowsteak wahrscheinlich, meinst du vielleicht? Nee, das ist ja ein Steak. Steak, ja, rohes Steak, ja, irgendwie. Gut, war es der einzigste Event-Drop hier in der Nähe. Die anderen sind wahrscheinlich auch schon despawned. Gut, da können wir mal zurück zum Tagesgeschäft übergehen. Ach so, das ist gar kein Verzehrgut. Das sieht aus wie ein Schnitzel, ist aber ein Rockwell-Rezept für eine dekorative Färbung. Da steht immer dran, dass man 18 Beeren, 1 bis 3 Chemikalien und Wasser kochen muss. Aber das sieht aus wie ein Schnitzel. Welches? Das ist ein Rezept. Also. Ja, welches steht da gerade in dem Kochtopf? Achso, das zweite von rechts oben. Das meinst du als Schnitzel? Ja. Hätte ich nie als Schnitzel erkannt. Ich finde, das sieht aus wie ein Schnitzel. Ich hätte eher so, keine Ahnung, Bulette mit einem Eigelb oben drauf gesagt. Also, ich finde es Schnitzel. Aber was hat. Ja, Aber das. das Ding habe ich gefunden, genau das Ding in fertig. So, aber. Da steht ja aber Färbung. Also irgendwie finde ich das ganz komisch. Auf dem Dekorative Rezept. Färbung, ach ja, stimmt. Ja. Gewährt dir Kampffähigkeiten. Ist ja das mit dem, ja, was man schon reinzieht, PvP, ne? Ständig. Ja. Die muss ich so einiges rein. Da zieht man sich ja, genau, so einiges. Willst du? Vor allem, ich habe Metro hergestellt. Auszusehen. Aber wohl ist ins Holzkohle leer. Nee, nicht Holzkohle, doch. Ach, keine Ahnung, irgendwas hat halt drin. Also ich habe jetzt mal ein bisschen normales Fleisch hier rausgenommen und tue es mal immer so die Sondersachen, die man vielleicht so bekommt, da rein. Was nicht reingeht, ist dieser Heiltrank. Der will nicht. Den packe ich in den Ausrüstungsschrank. Der hält in der. Drei Tage. Ah, okay. Haben wir Sumpffieber bekommen? Bier ist schon mal schlecht, weil es nur ein Trank ist. Ja, da hast du halt Pech, ne? Ach, da habe ich Pech, obwohl ich den gefunden habe. Ja. Okay. So, dann packe ich mal das Fleisch, was ich jetzt aus dem Kühlschrank habe, hier rein. Da ist bestimmt noch eine Sau dabei, die essen muss. Ah, ich muss mich erstmal an die Türen gewöhnen. Ich springe immer noch so darüber, über die Mitte. Braucht Ich man jetzt öffne gar sie. nicht mehr. Also ich will die auch manchmal öffnen, aber dann schließe ich sie wieder. Dann kannst du ja per Knopfdruck schließen, dass du sie anmalen Ah, ja, kannst. genau. Ich habe noch so eine Galliensuppe bekommen. Gegen Hitze. Ach, das ist die komische Grüne da. Ja, genau. Was ist eigentlich mit meinen gelben Farben passiert? Die sind im Kochtopf. Ach, da ist die drin. Gut, dann lege ich Ja. mein anderes auch noch mit rein. Also ich habe jetzt die Rechse, die ich im Inventar hatte, die vom letzten Boss waren, jetzt alle rausgeworfen bekommen.
Ich würde jetzt mal zählen mit Schwein und Juti, wie viele denn es jetzt tatsächlich sind. Zu wenig. Hier steht. Komm auf 12. Oh, hier ist eine Heuschrecke. Ja, ich würde die Postel. da drüben wieder in dem freien Feld aufstellen. Jetzt stehen lassen. Noch nichts bei rum, oder? Nur das dekorative Ding da. Genau. Also mich jetzt mal interessiert, was passiert, wenn ich es abreiß? Also man kann es aufheben, aber bekomme ich vielleicht Candies dann raus? Ja, du hast das jetzt wieder reingetan oder hast selber aufgestellt? Aufgestellt, aufgestellt. Aufgestellt. Ja, mach Ich doch. würde Wir es haben mal genug. Wir haben abreißen. genug von dem Mist, ja? Weg das Ding. Nicht. Gar Nicht mal nichts. ein Stück Holz. Nix. Null. 0,0. 0,0. Gut, ja, ich weiß nicht, hier, die Ecke ist irgendwie ein bisschen unübersichtlich und so dunkel. Also ich würde das wieder da drüben aufstellen, wo wir so viel Platz hatten, wo wir das schon mal gemacht haben. So. Alle, die jetzt Rex heißen und Boss 3, Rex auch. Mit? Ja, das sieht gut aus. Also, ich glaube, von Boss 3 hier außen bis zu dir da nach drüben sind alle vom Boss, glaube ich. Pfeift die alle, ne? Oder soll ich auch noch ein paar? Nee, nur wenn ich irgendwas Falsches greife, dann darfst du das gern ändern. Und hier oben die nicht, oder? Der eine Boss 3 hier hinten noch neben dir. Und der Juti war auch dabei. Aber kann ich mal Da wegmachen. stehst du drauf. Hier drüben ist glaube ich noch rechts, Dann oder? laufe ich mal auf die sonnige Wiese da und dann stellen wir das da wieder auf. Das ist alles lieber besser. Ja. So, also sieht auf jeden Fall schon mal wenig aus. Sind ein paar hängen geblieben, oder wie? Moment, ich schau mal. Wahrscheinlich. Das ist echt wenig bis Wäre jetzt noch ein hier. Boss 3 Plus, aber der ist nicht dabei gewesen, vermutlich. So, man hat jetzt gerade das gesehen mit diesem Kürbis, mit dieser Vogelscheuche mehr weniger und das andere Dingens hier. So, und beim Grabstein kann man den Grabstein rausnehmen. Dekoratives Objekt kann man dann wieder aufstellen. Was ist da drin? Braucht keine Sau. Okay, ich habe zwei Stück gefunden, die hängen geblieben sind. Muss ich mal kurz frei laufen. Ja. Einer kommt jetzt. Anderen komme ich. Wie sieht's denn aus, wenn wir den Spaß verlieren? Hatten wir noch Reservemöglichkeiten? Ja. Also wir haben. Ich weiß es nicht mehr, welche Suchtreihe die sind. Aber wir haben ja noch mal bessere von Grundstats her. Ist ein Ei noch ein Ei. Wenn ich das Oder mal steht wieder das hier? anfangen muss mit einem Paar, oh, dann dauert das ewig, bis Nee, man wieder genug nee, hat. nee. Da der Haufen da drüben, der ist ja. Sind ja die guten da. Hier vorne am Fotodruck stehen, oder wie? Ja, das waren die Zuchtdinger. Und dann haben wir noch ein paar Eier im Kühlschrank, die schon vorgebrütet sind. Das hat man das letzte Mal uns doch schon ein bisschen darum gekümmert. Um Reserve. So wie es aussieht. Hier ist ein Falscher dabei. Hier ist. Der hier war anscheinend nicht dabei. Ja. Er hat auch gar keinen Sattel, hat 60 Level. Jetzt ist der Mutant ja mit hier. Ja, der ist falsch. Anscheinend. Ich bring den mal rüber. Jo, mach das. Moment mal, das ist doch auch. Das ist das von der Zucht.
Und was ist ein Männchen? Da haben wir. Da haben wir gerade das mit der Hälfte hier stehen, ne? Ja. Gut, die heißt so jetzt hier Boss 3 und hier ist noch ein Mutant. Normal. Bin ich ja gelevelt. 448D. Und welches dann ist er? Ungelevelt. Dann ist er auch falsch. Wahrscheinlich. Also, ja, ist eigentlich so. Hast du jetzt was gecryot da? Ja, ist ein Männchen. Hier, schenkt er den, der haben schon mal rausgezogen. Vielen Dank. Auch ein Männchen. Eingepackt. Warum eingepackt? Was ist es jetzt? Das sind jetzt die noch Männchen. besseren Rexe oder was? Ja. Machen wir mit denen. Weiß ich nicht. Eigentlich müssten wir es ja benutzen, weil wir haben ja sonst keine mehr, oder? Also das Problem wäre ja, wenn wir jetzt den letzten Bosskampf verlieren, dann müssen wir bei Null starten. Nicht nur von den Rexen, sondern haben wir dann keine Trophäen mehr. Stimmt. Das wäre fatal. Ja, wir müssten alle Bosse nochmal machen. Gut, man kann natürlich dann die Bosse alle auf Low machen. Wir wollten ja aber auf Beta durch das Spiel kommen. Könnte man dann Ja. vielleicht auch machen mit denen, die du jetzt zurückhältst, alles auf Beta nochmal durchrennen. Nur braucht es dazu wieder alle Artefakte und die ganzen Trophäen. Ja. Würde sich dann wohl noch ein paar Wochen ziehen, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Er braucht ja jetzt neue Rex, die dann nochmal gelevelt werden müssen. Weil wir haben ja jetzt zu wenig. Ja, aber scheinbar tust du jetzt aktuell nicht die Creme de la Creme raus, sondern alles, was so dazwischen ist. Davon gibt es da bestimmt noch Tonnen, oder? Weiß nicht. Ich gehe mal kurz schauen. Die Frage ist halt, riskieren wir das mit denen? Also die sind ja richtig gut schon. Ja, die sind gut gelevelt. Also, die haben ja auch keine schlechten Anfangs-Stats. Okay, wir haben noch ein paar Alt-Alles hier. Ich weiß aber nicht genau, welche Stats die jetzt haben. Aber es sind nicht die besten. Halt alles, sie sind aber in der Quai oder was? Ja. Und draußen stehen halt noch die Zugpaare und noch ein paar Mutanten halt. Gut, dem fehlen jetzt noch ein paar hier. Aber man kann so im Großen und Ganzen sagen, sind das 50-50er. Okay. Mutant 448D, alles. Das sind also die, das ist eigentlich die Creme de la Creme, oder was? Ja, das sind die, die haben alles und den mutierten Damage-Wert. Und sind nicht für die Zucht. Also die stehen jetzt nicht hier, weil Die die. hier gerade stehen, sind die Züchter. Aber wir haben noch 4, 5 Stück männliche, die nicht hier dazu gehören. Okay. Und wir haben noch einen ganzen Kühlschrank voll Eier. Okay, Ganzen einen ganzen Schwung voll Eier. Kühlschrank ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Moment, 12 Eier. Wo das immer rauskommt. Ist immer rauskommt. Was werden das dann die besten Rechse überhaupt? Ja. Bei uns, für uns. Wenn man jetzt die Besten der Besten nicht nehmen, mit was wird man denn da jetzt die letzten 8 noch auffüllen? Gibt aber gar nichts mehr, oder?
Gibt noch Boss 3 Plus und ein paar alt alles. Und hier steht noch ein männlicher Mutant nicht gelevelt. Genau, das sind dann die, die da überall noch ein bisschen rumstehen. Die dem Creme de la Creme in männlich. Ah, im Prinzip genau das, was man drin als Ei noch liegen hat. Genau. Ja, müssen wir jetzt doch erst noch ein bisschen überlegen, wie wir das jetzt machen. Also wer sich jetzt fragt, warum sind sie jetzt so ein bisschen verpeilt, warum überlegen die jetzt so? Also der Urplan war ja, dass wir das, die Story einfach durchmachen. Auf, ja, relativ zügig, auf einfach. Da war uns doch zu langweilig, zu einfach. Was machen wir die halt auf Beta durch? Jetzt haben wir aber einen Boss schon auf Alpha gemacht. Theoretisch hätte uns das auch gereizt, zwar alles auf Alpha zu probieren. Problem ist halt nur, verliert man die Aktion, steht man mit nichts da. Das dauert alles dann ewig und ja, auch wenn es der lange Boss, der lange Weg zum Boss heißt, das soll ja nicht 100 Jahre dauern. Und Ja. das ist jetzt die Überlegung. Also, bist du sicherer, wäre es natürlich auf Beta, also es ist die mittlere Schwierigkeitsstufe. Das zu probieren. Und wenn wir dann den Endboss gemacht haben, wird da keiner mehr sagen, weiß nicht, wie siehst du es? Endboss geschafft und dann sagt man, okay, jetzt können wir ja nochmal probieren, die anderen auf Alpha zu machen. Könnten wir tun, ja. Wäre natürlich schon eine Option. Ein Problem hätten wir da noch, dass wir keine Spino-Segel haben, aber vielleicht, da ja auch meist nach Event-Ente scheinbar Dinos gelöscht werden und neu wieder spawnen können, ist dann vielleicht die Möglichkeit, das, also Spinos spawnen, dass wir Spinos finden. Ja. So, so rum. Ja, also ich würde es, glaube ich, echt auf Beta machen. Dann sehen wir ja, ob das knapp war oder nicht. Ja. Und dann eventuell aus Just for Fun das auf Alpha mal zu probieren und alles zu verheizen, weil dann ist die Map ja eh Geschichte für uns hier. Ja. Gut, und jetzt ist aber halt immer noch die Frage, wir werden es auf Beta probieren, machen. Der richtig sichere Weg, die dem Quellacreme gelevelt bis zum Abwinken oder der nicht so sichere Weg, das wären die, die hier stehen. Mit noch ein paar anderen halt. Die paar anderen wüsste ich jetzt spontan nicht. Steht am grünen Obi noch was? Ja. Da steht noch alles. In welchem Levelzustand sind die so vom Weiß ich HP? nicht. Ja, ich könnte da mal hinreisen und da mal reinschauen. Das mache ich jetzt. Inzwischen kannst du dir ja mal Gedanken machen oder so. Ja. Amut hat noch Stroh. Ist auch. Wir haben die Stroh. Ja, wir haben vor Wochen mal gefarmt mit dem scheinbar. Ja, anscheinend. Gut, dann gebe ich den Textrix. Alles, was ich habe, ist das. Jo. Tue ich mal lieber alles rüber, bevor meine Tasche hier irgendwie wohnt oder so. Achso. Vielen Dank fürs Einschalten. Liken, abonnieren nicht vergessen, wie immer. Und ja, sehen wir uns zur nächsten Session. Ciao, Leute. Tschüss.